Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Fidget, willkommen dazu und wenn ihr dieses Video seht, ist vielleicht schon die Ankündigung für Server 29 draußen, vielleicht. Vielleicht auch nicht, ich kann es euch nicht, wie gesagt, nicht sagen, denn bei mir ist noch Mittwoch, bei euch wäre Donnerstag und heute, wenn, dann bei euch, also heute bei euch, müsste dann die Ankündigung kommen, wenn dann Server 29 am Freitag kommt. Das heißt, schaut mal im Forum vorbei und wenn ihr es ja seht, könnt ihr es auch ruhig in die Kommentare schreiben, weil dann bekommen das auch alle mit. Ich werde auch vorbeischauen, beziehungsweise das Ganze mal anschauen, vielleicht... Ja, Freitag dann schon eher der Livestream, wenn Server 29 startet. Wir werden es sehen, ob es dann soweit ist. Freitag. Freitag 16 Uhr, wenn dann. Und wie gesagt, dann wird es heute bekannt gegeben von Player Games im Forum. Einfach dort draufklicken, hier oben rechts, seht ihr nicht. Ich habe den Ausschnitt nicht angezeigt. Oben rechts auf Forum und auf Ankündigung, dann sollte das Ganze normalerweise 24 Stunden bevor er startet dort stehen. Das heißt, heute bei euch. Ja, heute ist bei euch Donnerstag. Bei mir ist Mittwoch, weil ich das Ganze einen Tag vorher aufnehme. Server 22 starten wir. Wir haben ja gestern richtig losgerockt und haben die Dungeons auf Server 23 gemacht, weil wir dort in der Levelbremse waren. Im 13. Stock waren wir unterwegs, der ziemlich cool ist. Und dort gibt es echt viele tolle Sachen, denn dort kann man ganz viele Epics bekommen. Ja, und hier ist ein Ausdauertrank. Und da ist noch ein Ausdauertrank. Und da ist keiner mehr. Und hier hinter ist noch ein Ausdauertrank. Schade. Ich verkaufe den Rest mal hier. Ich habe ja gerade eben was ins Klo geschmissen. Hallo, geh doch bitte mal weg. Zauberwaffenladen haben wir somit schon wieder fertig. Hier haben wir noch eine Waffe. Genau. In der Gilde haben wir endlich mal wieder einen Kampf. Natürlich auf Server 22. Die Gallier, was wollen die denn? Asterix und Obelix. Gewonnen. Das war sogar knapp. Okay. Weiter geht's mit dem Charakter. Wir sind Stufe 291. Nicht mehr lange bis zu Stufe 300. Und dann haben wir unser Lebensziel erreicht. 300 Level in Shakes and Fidget. Dann, glaube ich, werde ich vor Glück einfach aus dem Fenster springen und einfach nackt durch die Gegend laufen, weil es unglaublich geil ist, oder nicht? Stufe 300. Warum sind wir nur noch Rang 30? Das gefällt mir auch nicht. Ist schon wieder irgendein Trank ausgelaufen? Ich muss gleich mal nachschauen. Letzter Zeit Server 22 sind wir nicht mehr ganz hoch in der Rangliste. Ich weiß nicht, warum. Der Kogan... Gegen den gewinnen wir mal im Rang 30 immer noch. Warum sind wir denn so weit unten? Das gefällt mir gerade gar nicht. Was ist denn hier los? Das gefällt mir nicht. Da muss ich ein paar Leute angreifen und eben besiegen hier. Dann greife ich dich eben an. Ich besiege dich auch. Immer noch Rang 30. Hallo? Wie viel Ehre haben die denn alle hier? Warum? Das gibt's doch gar nicht. Ich gewinne gegen alle hier oben fast und der hat gar keine Gilde mehr. Okay, abwerben. Verloren, schade. War das nicht der Kollege, der irgendwie meinte, er will nicht mehr spielen? Auf jeden Fall, irgendeiner auf Server 22 will nicht mehr spielen. Das fällt mir auch auf in letzter Zeit auf den ganzen, ich sage mal in Anführungsstrichen, etwas älteren Servern. Nicht die Server 1 bis 20 oder so, sondern die 22 ist schon bei mir etwas älter, weil ich dann halt angefangen bin mit Shakes and Fidget. Es hören viele Leute auf. Wie ist es denn bei euch? Das wäre mal so eine Frage an euch. Hast du schon den Account auf Server 1 weggegeben? Wenn nicht, bei mir melden. Okay, danke. Ich liebe deine Videos. Was für ein Server 1 Account? Ich habe keinen Server 1 Account. Okay, ist wohl ein Faker unterwegs. Auf jeden Fall, kennt ihr Leute oder habt ihr schon mal selber die Erfahrung gehabt, dass ihr aufgehört habt mit Shakes and Fidget? Entschuldigung. Und dann wieder angefangen habt? Wenn ja, ist die Frage an mich, warum habt ihr denn aufgehört, beziehungsweise warum habt ihr denn wieder angefangen? Das müsst ihr mir mitteilen. Also ich habe bislang noch keine Pause eingelegt von Shakes and Fidget. Würdet ihr auch merken, weil sonst würden keine Videos mehr kommen. Das ist ja sogar knapp hier, das gibt's ja gar nicht. Hätten wir die fast wieder down bekommen, oder was? Na, das ist ja unfassbar. Das Wochenende steht schon wieder vor der Tür. Ich will endlich das Wochenende, ich habe keinen Bock mehr auf Arbeiten, wenn ich ehrlich bin. Und Zeit null Bock auf die ganze Scheiße hier, Mann. Server 23. Dort gehen wir eben auf den Waffenladen. Wir können gleich unsere Begleiter hochziehen. Wir haben auch ganz viele Epics bekommen, die wir ins Klo schmeißen können. Bevor wir das machen, werden wir aber erst im Turm vorbeischauen und unsere Begleiter equippen, denn die haben meistens auch noch Items. 292. Werden wir das austauschen? Das werden wir austauschen. Und das kann sicherlich auch noch ins Klo. 346. 346. Das kann er auch bekommen. Der Aladdin in der Lampe, Alter. Musst du reiben. Ist ja gar nicht der Aladdin, ist der Djinn. Der Djinn ist doch in der Lampe, nicht der Aladdin. Der Aladdin, der hat doch die Lampe. Meine Fresse, Lars, unkonzentriert mal wieder. Kennst du denn nicht? Ach, das ist ja unfassbar. So, das kann natürlich ins Klo, oder? Moment, testen. Natürlich kann das ins Klo. Ein sehr altes Epic, aber es kann auch in die Toilette. Und hier haben wir 725 von 900. Aura 17, wir kommen. Krieger 316. Ich glaube, das braucht unser Krieger nicht. 316, oh nein. Erstmal hochziehen hier. 277. Eine Levelbremse kann man sehr gut überspringen. Also man sollte quasi immer, bevor man los... Also man sollte 10 Level, bevor man... Oder sogar
auf höheren Bereichen sogar 15, 20 Level, bevor die Levelbremse kommt, sollte man keine Dungeons mehr machen, denn die muss man sich immer aufbewahren für die Levelbremse. Warum? Weil man in der Levelbremse weniger Erfahrung bekommt pro Quest, beziehungsweise allgemein für alles. Deswegen sollte man das mit dem Dungeon überspringen. Dadurch überspringt man die Levelbremse, bekommt dann wieder quasi 100% der ganz normalen Erfahrung. Wie viel Prozent man weniger bekommt durch die Levelbremse an Erfahrung, kann ich euch leider nicht sagen. Wenn jemand nähere Informationen davon hat, gerne in die Kommentare. Ich bin ja immer offen für solche Prozentzahlen und so weiter. Möchte ich ja immer gerne wissen, aber ich bin echt zu faul zum Nachgucken. Nein, schreibt es doch in die Kommentare, dann weiß ich es. Dann werde ich es bestimmt behalten. Bis morgen. Und dann nicht mehr. So, die Items können morgen auch noch in die Toilette. Das heißt nochmal 2 Epics. Das heißt 100 Klospülungsfüllungen. Shit. Und da ist der Lasche wieder am Gehen. Haben wir noch für Server 23. Das ist sehr schön. Wir haben unsere Begleiter gerade hochgezogen. Wir können jetzt skillen. Und können dann vielleicht im Turm etwas reißen. Da bin ich ja mal gespannt mit den weiteren Leveln, die wir gemacht haben. Auf Server 23, Rang 21. Sehr schön. In der Gilde haben wir einen Kampfhilein hier, natürlich gegen Wild Horde. Gegen Wild Horde, Alter, haben wir besiegt, jawoll. Held des Tages ist der Zuschauer, habt ihr gesehen, das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass ich der Held des Tages bin. Habe ich vorher noch nie gesehen, aber ich war gerade der Held des Tages. Das ist auf jeden Fall ein Daumen nach oben wert und ziemlich nice. Natürlich. Ich war, glaube ich, noch nie der Held des Tages, habe ich noch nie gesehen. So, wir versuchen jetzt mal im Turm was hier zu reißen mit den Leveln. Sollte eigentlich der Djinn down gehen? Und der Aladdin in der Flasche, kauft ihn euch jetzt. Nein, der Djinn, komm hinaus, erfüll mir. Ja, das könnte es sein, natürlich. Und da war der Bug mal wieder. Was haben wir bekommen? 403, wow, richtig krass, 403. Da wird sich der Kuni freuen, auf jeden Fall wird er sich da freuen. Das ist ja ein Riesen-Update, meine Fresse. Jetzt kann es noch ins Klo. Nein, leider nicht mehr. Im Moment haben wir noch ein schlechteres Item, was wir dort equippen können. 242, nein. 242, 292, beide. Nein. Schmeiß mal weg. Komm weg damit, den ganzen Scheiß. Wir haben doch genug. Wir haben die Epic-Sticke sitzen. Weißt du, wir brauchen das gar nicht. Übrigens, der Turm ist down, deswegen ist alles nice. Natürlich. Oh, ich liebe dieses nice. Was eigentlich besser, wenn so? Nice. Oder wenn ich es sage? Nice. Ist eigentlich allgemein ziemlich geil. Also meine Stimme ist eigentlich geiler wie die. Aber naja, wir werden es auf jeden Fall sehen, was die Leute dazu sagen. Der Pony. Der Ponyhof, Alter. Sind wir hier auf dem Ponyhof? Das Ding ist kein Ponyhof. Uiuiui. Ich dachte eigentlich, die fällt auch jetzt. Das dreckige scheiß Einhorn. Das kann es vielleicht gewesen sein. Das könnte es sein. Wir schauen mal. Ah, die macht gut Damage. Aua, macht die Damage. Aua. Und wir machen keinen Schaden. Aua, mach nicht so viel. Aua. Du mit deinem Einhorn spießt die ganze Zeit meinen kleinen Sack auf. Hallo. Jetzt fall doch endlich mal. Nee, das sieht nicht so gut aus. Ich dachte eigentlich, jetzt wird das Einhorn ohne Probleme fallen. Mindestens 2 Turmetagen habe ich mir gedacht durch die Levelbremse. Oh! Uiuiuiui, Kundi. Wow. Das war das neue Item. Das reicht trotzdem, glaube ich nicht. Jetzt ein Crit. Bitte. Nein, überlebt das. Jetzt Crit. Dankeschön. Und schon wieder was für ein Kundi. Also heute wirst du gut equipped, Kundi. Ich glaube, das Spiel mag dich mal wieder. Ja, das nimmst du auf jeden Fall. Was haben wir hier? 322. 326, ja, das ist fast besser. Nein, kann weg. Weg damit. So, die nächste Kollegin, beziehungsweise das nächste Viech ist down im Turm. Was kommt denn jetzt? Oh, Frau Holle. Hör doch auf, mir in den Wolken rumzuwursteln. Es soll nicht schneien. Oh, Frau Holle, möchten Sie denn auch gerne fallen? Möchten Sie denn gerne fallen? Kommen Sie bitte und fallen Sie. Nein. Was übrigens im Dungeon, schaffen wir da wieder was? Der alte Klöppler. Er klöppelt wieder die ganze Scheiße. Kennt ihr das? The Inner World Let's Play, da ist auch immer am Rumklöppeln. Der alte Klöppler. Nur am Rumklöppeln. Nachts unter der Bettdecke am Rumklöppeln. Oh, The Inner World, bestes Game. Schaut euch das Let's Play an. Einfach nur genial. Die Dialoge sind so gut. Das ist der Hammer. So, Frau Holle, nicht Frau Wolle. Wolkenfee, fallen Sie doch jetzt bitte. Nein, Sie möchten nicht fallen. Okay, dann eben nicht. Weiter geht's mit Server 24. Auf Server 24 haben wir einen Waffenladen. Und dort im Waffenladen befindet sich natürlich ein Item mit Geschick. Was besser ist, was wir zurzeit tragen. Natürlich. Anziehen, benutzen, kaufen. Ich hab's genommen, es geht aber nicht. Okay, jetzt. Jawohl, ab zum Klo. Da ist nichts Besseres, obwohl Geschick. Nein. Und dann noch für einen Pilz. Also ich bitte euch, Leute, für einen Pilz so ein Item. Also das ist natürlich, das ist... Not nice. Nein, das gefällt mir nicht. Hier ist ein großer Trank mal wieder. Da kommt ein Stärketrank. Jawohl, Stärketränke brauchen wir immer. Was fehlt uns denn tränkemäßig? Nichts, eigentlich nur ein großer XXL-Ausdauertrank. Der Rest ist okay. Dann gehen wir mal auf die Gilde.
haben wir einen Gildenkampf hier? Natürlich gegen Twisted Metal. Twisted Metal. Oh. Darf ich etwa den letzten besiegen? Ich darf ihn besiegen. Und King Mike hat 6 besiegt. Glückwunsch, you are the King Mike. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Leute. Es geht weiter. Es geht voran. Weiter so, Leute. Ja. Dann skillen wir mal. Nö. Warum auch nicht? Wir skillen mal. Wir skillen gerne. So viel Arena-Kampf gegen den Max Way. Gegen Max Way haben wir gewonnen. Und im Dungeon haben wir den Drachen, der leider nicht fallen wird. Nein, nein. Noch ein Try. Komm. Fast 50% gibt's ja gar nicht. Also das dauert, bis der hier fallen wird. Leider, leider, leider. Aber auf dem nächsten Server, Server 2 UK, dort könnte was fallen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir haben wieder kein Item fürs Klo. Sehr schön. Was sind wir denn hier? 373. Da ist dieses kleines, feines Update. Aber weniger, wenig Rüstung muss ich haben. Wenig Rüstung. Nein, Willi, doch muss ich. Muss ich neben wenig Rüstung. Zauberladen. Stärke. Glück. Nichts. Blät. Sonst was mit Ausdauer? Nein, 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 nein. Waffenzauberladen. Ab zum Klöchen, Popöchen. Server 2, UK. Hupsala, ich hab fast einen Trank reingeschmissen. Das war nicht so gut. So, das kann dann weg. Obwohl, diese Robe könnte ja ein Magier anziehen im Turm. Da war nämlich geschickt drauf. Oh yes, nein. Wir gehen dann nochmal auf unseren Charakter. Skill in hier. 180, habe ich gesagt, fangen wir an mit dem Turm. Na, das wird, glaube ich, auf Server 2 UK noch ein bisschen dauern. Und ich denke mal, mit 180 werden wir auch noch nichts down bekommen. Auf den 300 Alu-Servern ging es mit Stufe 180, aber hier glaube ich nicht. So, KSN. Gewonnen gegen KSN natürlich. Besiegt, 6 Stück. Sehr schön. Angriff durch Shattered Dawn. Shattered Dawn. Ich meine, Englisch ist so Gott. Und wir gehen aufs Klo. Waren wir schon? Wir gehen dann in den Dungeon und versuchen mal hier den Menschenfresser, der eh nicht fallen wird. Ja, ein Menschenfresser, obwohl das war ziemlich knapp. Jetzt nicht mehr. Schade. Ich dachte eigentlich, der Menschenfresser ist irgendwann mal drin, aber vielleicht erst 2014, wer weiß. Somit machen wir weiter mit dem nächsten Server, das wäre Server 8 US. Stadtwache blinkt, das heißt, es ist alles im grünen Bereich. Wir haben wieder kein Item. Wir müssen uns eins kaufen, am besten mit Intelligenz, irgendwas, was wir verbessern können und dann das andere Ding ins Klo schmeißen. Hier haben wir Ausdauertrank. Brauche ich nicht. Oder? Nehmen wir so eine Glückshalskette. Oh, 332, schade. Ich dachte schon, ich hätte was Besseres bekommen. Aber nein, das kommt ins Klo. Dann gehen wir auf den Waffenladen, verkaufen das. Zauberladen ist okay. Charaktermäßig haben wir Ausdauertränke genug. Deswegen kann ich die nicht verkaufen, den hier. Gehen in die Gilde, haben einen Gildenkampf natürlich gegen ein paar Jitsch. Gegen die einen Bitches. Gewinnen wir gegen Bitches? Nein, die Bitches haben uns besiegt. Der Benny. Hallo Biffa, was ist denn da los? Diesmal kein Gruß. Warum hast du letztendlich besiegt? Mann, 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 Biver. Das geht aber besser. Dann nochmal auf Charakter. Und hier ist Skillorn. Intelligenz, Ausdauer und Glück. Das gilt man sehr gerne. Arena-Kampf gegen den Kollegen hier gewinnen wir natürlich nicht. Im Dungeon haben wir dann den Nachttroll, der auch nicht fallen wird, der auch schon seit 5 Jahren steht. Nein. Der will uns wieder rumtrollen oder der trollt hier allgemein. Der wird leider auch nicht fallen. Schade. Okay. Nein, eben nicht. Server 27. Auf Server 27 gibt es auch ein Klo. Dort können wir mal reingehen und was reinschmeißen. Zum Beispiel so ein Stärke-Item. Im Waffenladen finden wir natürlich hier ganz viele Stärke-Items, die wir nicht brauchen. Natürlich wunderbar. Sonst nichts. Klo war ich gerade. Ja, Intelligenz. Nein, wir haben ein Epic bekommen. Das kann auch weg. 2 Items noch fürs Klo behalten. 780. 212, genau. Können wir alles ins Klo schmeißen. Zauberladen haben wir hier. Ganz viele kleine Tränke, die ich alle nicht brauche. Habe ich denn überhaupt noch einen Trank aktiv? Ja, 3 große XXL-Tränke. Wunderbar. Sehr schön. Das heißt, der kann auch weg. Was ist hier hinter? Ein großer XXL Intelligenztrank. Nein, schade. Man kann ja mal nochmal hoffen, beziehungsweise nochmal schätzen. Beziehungsweise nicht schätzen, sondern raten. Meine Fresse, das Wort heißt raten, Lars. Ja, gewinnen wir den Gegenkampf. Natürlich, Held des Tages ist World of Tanks. Hallo World of Tanks, wie geht's dir? Auch ein sehr cooles Free-to-Play-Game. Habe ich schon mal gespielt, aber nach einer Zeit wird es doch ein bisschen langweilig. Im Dungeon gehen wir noch nicht, denn wir skillen vorher noch Intelligenz. Ausdauer und Glück. Arena-Kampf gegen The Destroyer One. Wir haben den Destroyer besiegt. Oh, oh, yeah. Im Dungeon haben wir als nächstes dann den Gremlin, soweit ich mich entirren kann. Entirren, ja. Erinnern kann? Nein. Der Drache. Welches Level war der Drache? 154, aber der wird auch nicht fallen. Okay. Lars und deine Dungeons, er weiß mal wieder Bescheid. Server 28, dort haben wir keine Toilette.
Und viele haben sich ja gewünscht zu Server 30, dass wir, Server 29, dass wir dann diesen Server rausnehmen. Ich bin noch am überlegen, vielleicht werde ich das Ganze wieder so machen über ein Facebook-Vote, wo ihr entscheiden könnt. Aber ich glaube, Facebook hat die Votes irgendwie eingestellt, das kann man gar nicht mehr machen. Weil Facebook einfach nur scheiße ist. So, jetzt ist es raus. Facebook ist scheiße. Nein, Facebook ist wohl interessant, aber es wird irgendwie immer beschissener. Ich weiß leider nicht warum. So, das kaufen wir uns, ist besser. Für einen Pilz sehr schön geopfert. Im Zauberladen finden wir hier irgendwie Intelligenztränke. Nein. Wir finden nur einen müden Lars Schulken, wenn ich die ganze Zeit pausieren muss und gähnen muss. Aber ich bin zurzeit, ich weiß auch nicht, fertig mit der Welt. Ich bin fertig. Gegen Kampf. Schon wieder Ring of Fire. Haben wir gewonnen gegen Ring of Fire. Kein Problem, Mann. Biver 18 besiegt. Hallo, Biver. Was ist denn da los? Weißt du, beim letzten Mal so verkackt und jetzt zeigst du wieder, was du kannst. Biver. Nicht schlecht, Herr Specht. Also Biver ist auch überall, ne, wo ich bin. Bei Poison Flames ist er sogar auch. Schaut der Lars wieder Pornos. Meine Fresse, ihr habt doch alle einen dicke Sitzen. Zauberwaffenladen ist somit abgecheckt. Wir skillen dann, und zwar skillen wir Intelligenz, Ausdauer, Glück. Das gehen wir alle. Das ist ja schön. Arena-Kampf dann gegen den Kalyria. Gegen Kalyria verlieren wir. Und im Dungeon haben wir natürlich... Da hier. Hier war der Gremlin. Genau, hier war der. Aber den schaffen wir auch nicht. Schade. Server 28. Server 26, der letzte Server für heute. Und zwar hier spielen wir 300 Alu. Ist nämlich Krieger, Alter. Bist du bei Krieger bei 300 Alu? Schmeißen das hier hinein. Und was finden wir hier? Wir finden hier natürlich nichts. Eine Geschick-Axt. Jawohl, die brauchen wir. Wir haben nur Scheiße hier im Waffen- und Zauberladen. Aber wir haben dieses unglaublich geniale Item. Den Schildkrötenpanzer des Klempners. Das ist nämlich der Schildkrötenpanzer vom Super Mario. Das ist er. Haben wir ein Level Up? 236? Not nice. Nein, nein, haben wir nicht. Wir skillen. Stärke, wir sind ein Damage-Bitch. Immer schön auf Stärke. Noch ein bisschen Ausdauer und Glück. Arena-Kampf gegen Hydrofix. Immer verloren, jetzt schon wieder. Scheiß Kundis mit ihren Scheiß ausweichen. Ich hasse sie. Im Dungeon, beziehungsweise im Turm, haben wir die Kollegin hier. Die schaffen wir auch nicht. Die ist so blöd. Ah, die ist scheiße. Die mag ich nicht. Die nimmt gerne Sachen in den Mund. Glaub mir, die nimmt gerne Sachen in den Mund. Mit ihren Lippen. Mit ihren Angelina Jolie-Lippen. Oh nein, die schaffen wir nicht. Die weicht immer aus. Scheiß Kundis. Ich sag ja, scheiß Kundis. Brauchen wir gar nicht weiter versuchen. Die wird nicht fallen. Schade. Und das war's dann schon wieder mit Shakes and Fidget. Ein etwas kürzerer, schnellerer Part. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze verkraften. Dann morgen ist ja mal wieder fast Wochenende, aber nur fast. Dann noch ein Tag. Leute, ich brauche das Wochenende. Und mal schauen. Wie gesagt, wenn die Information da ist, dann werdet ihr sie im Forum nachlesen können, ob Server 29 dieses Wochenende startet. Wie gesagt, Donnerstag, schau vorbei, gegen 15, 16 Uhr. Dort sollte die News dann dort drinstehen, ob der Server am Freitag startet. Wenn er am Freitag startet, dann um 16 Uhr. Und ich werde dann wahrscheinlich einen Livestream machen und live auf Server 29 mit euch zusammen loslegen. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Ein wunderbarer Livestream, wenn natürlich Server 29 startet. Was ihr jetzt schon mitbekommt, ich noch nicht. Ich muss noch einen Tag warten. Ich kann darauf nicht warten. Das war's dann soweit mit Shakes and Fidget für heute. Wenn euch das mal wieder gefallen hat, ein grüner Daumen nach oben. Das hilft mir sehr weiter bei YouTube und allgemein. Ebenso weiß ich, ob euch die Parts gefallen oder nicht. Wenn ihr einen Kommentar mitteilen möchtet, beziehungsweise schreiben wollt, macht das doch gerne. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich lese jeden Kommentar und wenn sehr wichtige, beziehungsweise Fragen auftauchen, werde ich diese auch beantworten. Entweder im nächsten Let's Play Part oder in den Kommentaren. Ich beantworte dort auch, ja, das mache ich. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das Ganze noch weiterleiten über Facebook, Twitter, wie auch immer. Und zu euren Favoriten hinzufügen, das würde mir auch weiterhelfen. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und das Wochenende kommt bald, obwohl, vielleicht haben noch einige Ferien. Ich habe nicht frei. Tschüss. Nice.